Hasim Thai Production. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Hasib Thai. Heute ist der 1.7.2021 und für uns geht es morgen auf nach Bangkok mit der Lufthansa-Maschine LH772. Morgen ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben und vom Flughafen Frankfurt am Main nach Bangkok am Chao Phraya zu fliegen. Spaß beiseite, es gibt natürlich nur in Bangkok in Thailand, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen werden, dauert der Flug von Deutschland nach Thailand circa zwischen 10 und 11 Stunden. Die Lufthansa fliegt aktuell mit einer A350, also auch ein neueres Flugzeug. Wir werden in der Premium Economy fliegen, dadurch, dass wir ein bisschen mehr Gepäck haben, und wir freuen uns natürlich schon auf den Flug. Anschließend werden wir unsere 14-tägige ASQ im Hotel Centerpoint Pratunam in Bangkok absolvieren. Für alle, die nicht wissen, was ASQ heißt: ASQ ist die alternative staatliche Quarantäne. Die muss aktuell jeder, der nach Thailand reisen möchte, abgesehen die Phuket Sandbox, die jetzt am 1.7. gestartet ist, in Kauf nehmen. Ich bin froh, dass ihr dabei seid und seid gespannt, was euch noch erwartet hier auf meinem YouTube-Kanal. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Thailand-YouTube-Community, wie bereits gestern in dem kurzen Ausschnitt erwähnt, sind wir ja mit dem Mietwagen unterwegs von Avis, und das hat mehrere Gründe. Zum einen wollten wir jetzt wegen Corona keinen Flug mit Zwischenstopps in Kauf nehmen, weil ich nicht weiß, wie das innerhalb von Deutschlands abläuft mit dem Test. Und zum einen haben wir auch ziemlich viel Gepäck dabei, 4 Koffer. Dadurch, dass wir Premium Economy fliegen bei Lufthansa, haben wir ja 2 Koffer pro Person plus unser Handgepäck, und in einem kleineres Auto oder mit dem Zug wäre das dann alles sehr komplex gewesen, und da ist für mich der Mietwagen die flexibelste Lösung gewesen. Zudem könnten wir uns dann zeitlich natürlich dann nach uns richten, wann wir losfahren und so weiter, und ich hoffe, ihr kommt soweit mit meiner Art klar, mit meiner Art Menschenklammern. Wenn alle Menschen auf der Welt 0 auf 15 wären, komplett gleich, wäre das Leben ja langweilig. Deswegen, ich werde hier auch den ein oder anderen Joke bringen. Ich hoffe, das ist soweit okay. Kleiner Joke am Rande. Eine Frage an euch. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht kommt ihr darauf. Wie verbringen diese Klimaaktivisten und Fluggegner, die Flugscham sind, ihren Sommerurlaub? Kommt ihr darauf? Was machen diese Leute im Sommerurlaub? Das Leben in vollen Zügen genießt. Und das war eine weitere klare Entscheidung, dass wir den Bock auf den Zug haben, wenn der voll ist und so weiter mit dem Gepäck, dass wir den Mietwagen genommen haben. Ankunft am Frankfurter Flughafen. Nach der Rückgabe des Mietwagens haben wir den Check-in-Bereich der Lufthansa aufgesucht. Dadurch, dass wir zu dritt fliegen mit meiner Tochter, wurden wir an den Family-Check-in-Schalter der Lufthansa verwiesen und konnten diesen nutzen. Hier hatten wir eine gute Zeitersparnis, da außer uns nur eine weitere Familie am Check-in-Schalter gewartet hat. Die folgenden Dokumente wurden beim Check-in durch die Lufthansa alle geprüft. Ausländer, die nach Thailand reisen: Reisepass, eventuelles Visum, Certificate of Entry, maximal 72 Stunden alter negativer RT-PCR-Test inklusive Unterschrift, Thailand Plus App. Dokumente für thailändische Staatsbürger: Reisepass, Certificate of Entry, Thailand Plus App. Anschließend gaben wir unser Gepäck auf. Oh, so sieht viel Gepäck aus. 4 Koffer plus Handgepäck. Folgendes hatten wir dabei: 4 Koffer mit 23 Kilo, einen Kindersitz, einen tragbaren Buggy. Den Buggy dürfen wir mit bis in das Gate nehmen. Durch die Reise mit Baby und meiner elektronischen Ausstattung sowie den ganzen Dokumenten, die für die Thailand-Einreise erforderlich sind, hatten wir das Handgepäck ebenfalls ausgelastet. Direkt am Gate, vor dem Boarding, wurden die wichtigsten Dokumente nochmals gecheckt.
der Reisepass, der Boardingpass, das Certificate of Entry und der negative Corona-Test. Da das der erste Flug mit unserer Tochter war, haben wir uns für die Lufthansa Premium Economy Class entschieden. Der Sitzabstand ist hier im Vergleich zur normalen Economy Class deutlich erhöht, 97 zu 79 cm. Es besteht eine größere Sitzbreite und der Sitz lässt sich bei der Rückenlehne um 130 Grad nach hinten verstellen. Bei der normalen Economy sind das nur 114 Grad. Zudem ist ein weiterer großer Vorteil, dass wir zwei Gepäckstücke à 23 Kilo mitnehmen dürften pro Person und bei der normalen Economy Class wäre das nur ein Gepäckstück gewesen. Meiner Einschätzung war das Flugzeug mit ca. 40% befüllt. In der Reihe hinter uns saßen keine Personen. Somit konnten wir fast den ganzen Flug über den Sitz nach hinten stellen. Zudem saßen wir noch in der ersten Reihe, womit wir noch ein bisschen mehr Beinfreiheit hatten. Die erste Reihe hat jedoch nicht nur Vorteile. Während dem Start und der Landung dürfen vor einem keine Gegenstände liegen. Für alle, die das Fliegen lieben, schweigen und den Start genießen. Durch den Premium Economy Sitz und der ersten Reihe in dieser Klasse war die Beinfreiheit bei diesem Flug wirklich außerordentlich gut. Kurz nach dem Start wurde von der Flugbesatzung bereits das TM6-Formular für die Immigration ausgeteilt. Dieses muss in Bangkok bei der Einreise abgegeben werden. Alleine durch die erhöhte Beinfreiheit und das erhöhte Freigepäck hat sich für uns als Familie der Aufpreis für die Premium Economy Class für diesen außergewöhnlichen Aufenthalt inklusive der anschließenden ASQ sehr gelohnt.
Angekommen in Bangkok, mein Fazit zum Flug. Service eingeschränkt wegen Corona. Angestellte sehr nett und hilfsbereit. Ein Betrunkener wurde von der Polizei aus dem Flugzeug bei der Landung begleitet. Essen für Flugzeugessen gut. In-Flight-System habe ich für Filme nicht genutzt. Gewitter über Pakistan und Indien, keine starken Turbulenzen. Landung 30 Minuten früher als geplant. A350 sehr leise. Premium Economy war sein Aufpreis für uns wert. Parkposition Gate E nahe der Dokumentenkontrollstelle nach der Ankunft. Kurz nach dem Gate, am ersten Checkpoint zur Dokumentenkontrolle, wurden wir bereits von Airport-Angestellten empfangen. Zur Wahrung des Abstandes waren Stühle zum Warten aufgestellt. Anschließend kamen 6 Angestellte zu uns und prüften unsere Dokumente auf Vollständigkeit. Wir erhielten die Dokumente sortiert zurück sowie eine Karte mit ASQ-Nummer. In meinem TM6-Formular für die Immigration wurde die Adresse des ASQ-Hotels eingetragen. So, nach dem Checken der Papiere sind wir nun in Bangkok angekommen. Und wir sind die letzten Flieger gewesen, aber dadurch sind wir schnell durch die anderen Kontrollpunkte gekommen. Nach dem Kontrollpunkt wurde bei uns allen Fieber gemessen. Anschließend ging es zu einem Schalter, bei dem nachgefragt wurde, ob wir in den letzten Tagen irgendwelche Erkrankungen hatten. Hierfür lag am Schalter ein Schaubild mit Beispielen aus. Anschließend ging es weiter Richtung Immigration, um die Einreise abzuschließen. Hier wurden Ausländer und Thailänder voneinander getrennt. Für Ausländer gab es links vor der Immigration nochmals einen erneuten Checkpoint. Übrigens ist zu erwähnen, dass die Thailand Plus App in Thailand bisher niemand sehen wollte. Bei der Gepäckausgabe wurde uns von den Angestellten geholfen. Zudem war es möglich, im Gepäckausgabebereich bei den Geldautomaten Bargeld abzuheben, bevor es in Richtung ASQ ging. Bei der Zollkontrolle wurden Stichproben vorgenommen. Ein Handgepäckstück von uns wurde kontrolliert. Draußen gibt es dann einen Wartebereich, in dem auf den jeweiligen ASQ-Fahrer gewartet wird. Hier war es zudem möglich, auf die Toilette zu gehen, wenn man noch eine längere Hotelanfahrt vor sich hat. Das Hotel hat einen Van für unseren Transport organisiert. Hier hatten alle unsere Koffer genügend Platz. Zudem ist positiv zu erwähnen, dass in dem Van ein Kindersitz vorhanden war. Ein Kindersitz ist auf thailändischen Straßen sehr zu empfehlen. Aufgrund der Uhrzeit und den aktuellen Einschränkungen in Bangkok war auf den Straßen bei der Fahrt ins Hotel nicht viel zu sehen. Die Fahrt dauerte insgesamt recht kurz, da für Bangkok wenig Verkehr war. Im Van war zur Covid-19-Prävention eine Scheibe zur Abtrennung zwischen uns und dem Fahrer angebracht. Folgendes möchte ich noch erwähnen. Aus meiner Sicht ist es äußerst wichtig, genügend Kopien der Unterlagen und wichtigen Dokumente dabei zu haben. Bei mir wurde am Flughafen Bangkok bei irgendeiner Prüfung versehentlich mein PCR-Test, der negative, nicht mehr zurückgegeben. Das Hotel bzw. der Fahrer wollten diesen aber noch sehen. Zum Glück hatte ich genügend Kopien dabei. Im Parkhaus des Hotels wurden unsere Koffer ausgeladen. Diese wurden anschließend alle einzeln desinfiziert und die Griffe gereinigt. Danach wurden sie ins Zimmer gebracht. Die Krankenschwester des Hotels hat dann anschließend noch bei uns Fieber gemessen und uns den Termin für den ersten Corona-PCR-Test im Hotel gegeben. Für unsere dreckigen Schuhe bekamen wir Plastiküberzieher. Der Flughafen in Bangkok und die Vorgehensweise des Hotels machten einen recht sauberen und hygienischen Eindruck. So, hier die Überzieher für die Schuhe.
Sehr geehrte Damen und Herren, welcome back. Draußen hier in Bangkok scheint die Sonne. Mich blendet sie sogar schon fast zu sehr, dass ich mir überlegt habe, eine Sonnenbrille aufzuziehen. Aber jetzt für das kurze Video, beziehungsweise den kurzen Ausschnitt, habe ich es jetzt sein lassen. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt hier im Hotel zu sein. Denn es ist auf jeden Fall sehr anstrengend gewesen, diese Anreise. Ich werde dazu nochmal dann genauer berichten, weil mir wahrscheinlich auf Anhieb nicht alles einfällt. Wie gesagt, die Anreise war anstrengend. Die ganzen Dokumente wurden mehrfach gecheckt. Ich bin auch deswegen nicht so zum Filmen gekommen, wie es mir eigentlich vorgestellt hatte, beziehungsweise ich geplant habe. Deswegen sind jetzt wahrscheinlich viele Szenen in dem Video nachkommentiert von mir und dann Sequenzen ohne Ton aufgenommen worden. Aber sagen wir so, besser als gar nichts, weil zu dritt sind wir ja gerade. Da ist es einfach schwierig, mit den ganzen Dokumenten für drei Personen und Handgepäck und normales Gepäck alles auf Kamera noch aufzunehmen. Es wäre bestimmt irgendwie gegangen, aber halt dann auch in bescheidener Qualität. Deswegen habe ich es jetzt versucht, so irgendwie zusammenzuschneiden. Mein Fazit zu dem Ganzen, es gibt noch kein Fazit, zumindest noch nicht. Das werde ich dann in einem extra Video mal zusammenfassen, wie ich das nach ein, zwei Tagen nur schlafen jetzt empfunden habe, diese ganze Anreise. Was zum Beispiel auch interessant ist, dass in Frankfurt am Flughafen beim Check-in die COVID-19-Versicherung 100.000 US-Dollar, die hat in Frankfurt beim Check-in niemand interessiert. Es hieß nur, sie sollten eine haben, aber wir kontrollieren das nicht. Die Thailand Plus App haben die Angestellten am Frankfurter Flughafen auch geprüft, ob diese installiert ist. Und in Bangkok am Flughafen hat man es gar nicht erwähnt, diese App, also Thailand Plus App. Wahrscheinlich wird es so eine App sein, die man wahrscheinlich nie nutzen wird, außer man jetzt mal irgendwelche Geschäfte, die diese App nutzen, zur Kontaktnachverfolgung. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt hier sein kann. Der Balkon ist auf jeden Fall schön. Und wir sind jetzt hier im 28. Stock. Es gibt insgesamt 30 Stockwerke in diesem Hotel. Im Hintergrund sieht man jetzt auch die Skyline von Bangkok schön. Ich werde ein, zwei Bilder auch ohne Netz einblenden können vom Fenster. Und alles Weitere werde ich dann in den nächsten Videos thematisieren. Wir haben jetzt am ersten Tag auch gleich noch ein Frühstück bekommen. Das haben wir jetzt noch nicht gegessen, weil wir noch einen Hunger hatten, weil es im Flugzeug ja auch gleich Frühstück gab, kurz vor der Landung, eine Stunde vor der Landung. Ansonsten war der Flug soweit problemlos, weil kurze Gewitter zwischen Pakistan und Indien, wo man sich dann anschneiden musste und dann halt auch das Flugzeug mal gewackelt hat. Aber wer schon öfters geflogen ist, weiß ja, dass es eigentlich öfters vorkommen kann und in der Regel auch nicht schlimm ist. Deswegen habe ich da jetzt eher keine Bedenken gehabt. Es würde mich freuen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn ich es jetzt nicht so hinbekommen habe, wie ich wollte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Hasutai. Haut rein. Ich habe euch unten in der Beschreibung noch den Link zu meinem Instagram-Kanal hinterlegt. Ich habe euch unten in der Beschreibung zu diesem Video noch den Link zu meinem Instagram-Account hinterlegt. Wenn ihr ein paar schöne Bilder jetzt allgemein in der nächsten Zeit sehen möchtet oder hier auf YouTube euch für mich interessiert, dann könnt ihr auch dort gerne ein Abo bewerten. Unten in der Videobeschreibung habe ich noch den Link zu meinem Instagram-Account Hasutai hinterlegt. Wer Interesse hat, kann dort auch gerne mal vorbeischauen. Was sofort aufgefallen ist im Hotel, ist das gute Netz. Also ich habe eine wirklich sehr gute Internetverbindung hier. Und zum Thema Netz, hier haben sie auch eins zur Sicherheitsvorkehrung vermutlich angebracht, dass man wahrscheinlich nicht hinunterstürzen kann. Aber ich glaube, das war schon vor der ISQ so. Also ich glaube nicht, dass es während der Quarantäne ein
geführt worden ist. Hoffe ich zumindest nicht. Ja. Ja, danke schön. Komm, komm. Flughafen Frankfurt geht es ab nach Bangkok. 14 Tage ASQ, keine Pockets an Bock. COE, Hasetai, Medical Insurance, Hospitals auf Standby. 14 Tage sind lang, doch ging schnell vorbei. PCR-Test mal 3, ihr wisst nun Bescheid. YouTube-Kanal, Hasetai, lass dein Abo da. Danke für die Zeit. Hasetai.